nervige Drecksfliege direkt auf der Kamera, auch geil. Ich sehe nur einfach so einen fetten schwarzen Blob auf dem Bild. Ich so, what? Nein, Drecksfliege. So, los geht's. Ape Escape. Ich hab's erstmal das unglaublich geile Intro-View laufen. Das ist unglaublich geil, aber es ist amüsant. Genieß die deutsche Dub. Hey, Spike! Hat der Professor seine Zeitmaschine fertig? Er sagte, sie wäre fast fertig. Vielleicht können wir sie dann heute fliegen. Falls ja, gehe ich zuerst. Hey, das ist unfair, Spike! Das ist unfair, Spike! Hallo, Professor! Spike! Und Buzz? Spike! Nein, nein! Lauf, ihr beiden! Zu dem und geht dann so. Folglich wird das zu dem. Geschafft! Katie, die Zeitmaschine ist fertig. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das wird zu dem, also wird folglich das zu dem. Natürlich. So funktioniert die Zeitmaschine. Ganz logisch. Spike, hörst du mich? Etwas Schreckliches ist passiert. Bei dem Unfall bist du in die falsche Zeit gerutscht. Du kommst bald in dem Zeitalter an, in dem Dinosaurier existieren. Die Affen haben sich auch in verschiedenen Zeitaltern verirrt. Wenn wir sie nicht finden, kommt die ganze Weltgeschichte durcheinander. Spike, du musst das für mich tun. Zum Glück hast du zwei meiner Erfindungen. Verwende sie, um so viele Affen wie möglich zu fangen. Du kannst die Affen mit dem Netz fangen. Wenn du in Gefahr bist, greife sie mit dem Leuchtschwert an. Es ist sehr nützlich. Es ist ein harter Job, aber du schaffst es schon.
Ich verlasse mich auf dich. Achso, ja, macht Sinn, Godhand. Ich kann eigentlich auch den... Los geht's! Discord-Gedönse kurz beenden. Zack. So. Ja, Ape Escape. Worum geht's? Wir müssen Affen fangen. Kippe den rechten Stick und schwinge das Lichtschwert in beliebige Richtung. Ja, ja. Das war das erste Spiel, was den coolen Shock-Controller so richtig benutzt hat. Hab dich! Ups. Oh yeah, wir haben die Affen gefangen. Das war das Tutorial. Du bist gut. Wir sind gut. Daumen hoch. Die deutsche Synchro ist sehr cringy teilweise. Ja, und das ist die Hub-World. Und hier gibt es lustige, coole Minispiele für diese scheiß Medaillen, die wir einsammeln können. Die können wir eigentlich... Na, wir können nicht die Kamera-Inventierung wegmachen, okay. Speichern wir erstmal. Des Regens. Spike, ein neues Gerät ist fertig. Dies ist ein Wassernetz. Es schießt unter Wasser ein Netz aus. Ich schicke sie rüber. Probiere sie im Trainingsraum aus.
Wenn du das Training nicht schaffst, kannst du nicht zur nächsten Stufe gehen. Nun, viel Glück. Wir machen hier die ganze Scheiße. Los geht's. Wie war die Wassersteuerung? Bla 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 bla. Okay. Ja, der Soundtrack von dem Game ist richtig gut. Da kommen noch richtige Banger. Vier Affen fangen. Los geht's. Ist halt auch hinlegen, krabbeln. Oder tot stellen. Ah, das war den ersten Affen noch nicht wirklich notwendig. Naja. Kamera zentrieren. Den Doppelsprung gemacht, Spiel, warum? Medaille. Die Draw Distance in diesem schönen alten Spiel. Oh!
hast es. Zwei Level clear. Yeah. Du bist gut. Ich weiß. Ich bin der Beste. Dinosauriertal. Vier von sieben Affen fangen. Okay. Los geht's. Weg. Abnehmen halt. Oh nein, der Weg ist versperrt. Du musst einen roten Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Weiter. Er spielt auch so ein bisschen Backtracking. Was eigentlich ganz nice ist. Ah, da ist er. Ah, komm her. Du hast es.
Wir haben's. Jawohl, ja. Und was sind wir? Wir sind... Du bist gut. Wir haben die Uhrzeit abgeschlossen. Oh, ich habe die Medaille nicht gefunden. Aber kann sein, dass es in dem Gebiet ist, wo ich noch nicht hin kann. Das heißt, das nächste ist der Dschungelfluss. Aber ich gehe mir kurz eine Zigarette drehen. Idle Animation. Pack da den Beatbox weg, es geht weiter. Spike! Ein neues Gerät ist fertig! Oh yeah! Dies ist ein Affenradar, mit dem du Affen finden kannst. Ich schicke sie rüber. Probiere sie im Trainingsraum aus. Wenn du das Training nicht schaffst, kannst du nicht zur nächsten Stufe gehen. Nun, viel Glück. Das Affenradar. Los geht's. Spike, du kommst ins cenozoische Zeitalter.
Dies ist ein Zeitalter nach dem Aussterben der Dinosaurier. Es sollte kein menschliches Leben geben, aber ich habe Beweise für eine Zivilisation. Wenn das nicht das Werk der Affen ist, ist es eine wichtige Entdeckung für die Wissenschaft. Ich möchte das weiter untersuchen, aber erst müssen wir die Affen finden. Ah ja, du weißt das vielleicht schon, aber die Affen sind einfacher zu fangen, wenn du dich hinlegst oder versteckst. Du bist weniger sichtbar, wenn du dich hinlegst, als wenn du still stehst. Ich hoffe, das hilft dir. Ich verlasse mich auf dich. Wenn wir uns hinlegen, sind wir weniger sichtbar. Ah ja. Ich sag mal so, die KI von den Affen ist ungefähr so gut wie die KI von den Wachen von Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation. Oh, und da ist der Big Boss. Bester. Hallo an alle im Labor. Wie geht's? Mein Name ist Spectre. Ich bin der Herrscher der neuen Erde und der Anführer der Affen eines neuen Zeitalters. Du bist doch der Affe von vorhin. Was geht hier vor? Spectre, bist du nicht der kleine Affe aus dem Vergnügungspark? Was? Er soll der süße weiße Affe sein, den jeder mochte? Ich kann mich nicht daran erinnern. Was ich weiß, ist, dass ich über große Weisheit und Macht verfüge. Das verdanke ich Ihnen, Professor. Dem Erfinder des Helms. Den Erfinder des Helms. Hör gut zu, Spectre. Es stimmt, dass der Peak Point Helm beim Tragen dein verborgenes Wissen verstärkt. Er macht dich vielleicht zu einem Genie. Seine Entwicklung ist aber noch nicht fertig und seine Verwendung ist gefährlich. Gefährlich? Ich rate dir, den Peak Point Helm sofort zurückzugeben. Nicht fertig? Er ist eine super Erfindung. Es ist sowieso zu spät. Wir haben einen neuen Peak-Point-Helm entwickelt. Meiner ist ein Sondermodell mit vielen Extras. Delicious. Ich werde meine Freunde und Monster in verschiedene Zeitalter senden, um die Erdgeschichte neu zu schreiben. Menschen werden nicht länger die herrschende Spezies sein. Ich werde die Welt erobern. Versucht nicht, mich zu stoppen. Ich werde jeden vernichten, der mir im Weg steht. Wovon redest du? Spike wird euch wieder einfangen. Stimmt, Spike? Oh ja, Spike. Ich habe einen netten Spielkameraden für dich vorbereitet. Was? Oh ja. Spike, es wird Zeit, dass ich mit dir abrechne. Ich werde dich schlagen. Und du kannst nichts dagegen tun. Warum? Warum ist Buzz dort? Und was ist passiert? Du bist ganz anders. Buzz, komm zu dir. Kannst du mich hören? Es ist sinnlos, Katie. Spectre hat ihn unter Kontrolle. Ganz recht, Professor. Ganz recht, Professor. Dieser Buzz ist nicht mehr wie der alte Buzz. Er ist neu geboren. Nun, ihr alle, viel Spaß bei euren Bemühungen. Adieu. Adieu. Keine Ahnung, ich feiere den deutschen Synchronsprecher von den Atzen, von dem Affen. Das ist so over the top. Sechs Affen von vier sind gefangen. Los geht's! Ups! Drecksaffe. Ich hab dich.
ein Gerät zum Fliegen. Ja, das war das. Seid am Rad.
kam. Meine Güte, ist sie schon nervig. Ich kann auch nicht mehr sehen. Meine Fresse. Egal. Weiter geht's. Ein Affen. Du hast es. Du bist gut. Warum Heroin? Gute Frage.
geht's. Fuck, hab ich ihn wieder. Oh.
Okay, Reset wieder. Komm her, meine Fressaffe. Ich mag es auch, wie die Musik weggeht. Meine Güte. Zumindest noch bis zum ersten Endboss durchkommen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann der kam. Wer baut Ruin? Spike! Ein neues Gerät ist fertig! Nice! Dies ist eine Schleuder für verschiedene Kaliber. Ich schicke sie rüber. Probiere sie im Trainingsraum aus. Wenn du das Training nicht schaffst, kannst du nicht zur nächsten Stufe gehen. Nun, viel Glück. Los geht's. Okay.
Los geht's! Thank you.
Ressource. Nein, das ist sofort tot. Oh crap. Ich wollte doch die Kekse einsammeln, Spiel. Die Invincible Frames sind viel zu kurz. Ah!
hast so. Ja, wir sind gut. Oh yeah, Boss Time. Versus Boss. Ich habe auf dich gewartet, Spike. Das wird ein Kampf zwischen dir und mir. Folge mir! Los geht's! Und der Boss-Battle ist wortwörtlich einfach ein Wettlauf. Also gerade eben. Du bist recht gut. Wir sehen uns wieder. Yes. Spike, ein neues Gerät ist fertig. Dies ist ein Zauberreifen. Du läufst schneller, wenn du ihn drehst. Ich schicke sie rüber. Probiere sie im Trainingsraum aus. Wenn du das Training nicht schaffst, kannst du... Ja, ja. Immer dasselbe, ist okay. Gib dein Bestes. Das gucken wir uns auch beim nächsten Mal an. Ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.